Es war ein schöner Talk, viel zu schnell vergangen. So, it's time for last words. Wer möchte anfangen? Okay, Sarah, möchtest du anfangen? Ja, wo anfangen, um zum Ende zu kommen? Das ist die Frage. Ich stimme Amadou vollkommen zu, dass wir einen radikalen Umbau unserer Bildungssysteme, unserer Schulen und Erziehungseinrichtungen benötigen. Ich werde meinerseits weiter den Weg verfolgen, dass ich Räume der Heilung schaffen kann mit den unterschiedlichsten Kräften, die sich daran beteiligen möchten. Ja, auch am Ort der Schule und des Unterrichts. Ich möchte vor allem, dass neue Methodiken und Strategien von gegenseitigem Lernen zustande kommen und ersonnen werden. Und natürlich möchte ich vor allem mit meiner Arbeit, ich interessiere mich für junge Menschen, für Wachstum und für Werden von jungen Menschen. Ich möchte sie befähigen. Ich möchte, dass sie innere Kräfte entdecken lernen. Und ich möchte vor allem, dass junge Menschen befähigt werden, ob sie aus der Schule rauskommen oder wann auch immer dieser Weg für sie beginnt, dass sie einen Weg einschreiten, an dem sie klar erkennen können, wo Gleichgesinnte zu finden sind. Weil meistens wird es darauf hinauslaufen, dass wir nicht mit allen unser Leben leben, sondern dass wir hoffentlich in den glücklichen Zustand kommen, Gleichgesinnte zu treffen, auf dass wir dann dahin kommen, was immer mit diesem Ausspruch Powerful Beyond Measure, dass wir erkennen können, dass wir über alle Maßen fähig sein können, Dinge dann aber, je nachdem, wie unsere Motivation ist, zu einem Besseren, zu einer Veränderung, zum Niederreißen von Systemen, you name it, dass das zustande kommt und dass wir dann, ich gehe von einem sehr individuellen Konzept aus, dass ich dann mich selber in einen glückhaften Zustand darauf hinbringen kann. Und das wird den Anteil zum Weltengeschehen und zur Entwicklung von Menschengeschlecht beitragen, den ich dann fähig bin, zu leisten. Dankeschön. Und du bitte? Ja, ich bin mit dem Spruch aufgewachsen, Wissen ist Macht. Und das ist eine Form von Selbstbemächtigung. Also nicht immer in diesem Kampfmodus zu sein, sondern hier einen Wissenstransfer zu schaffen, das Wissen zu sharen, also so ein Sharing. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Wir reden von Empowerment. Das heißt, wir können als Community uns dieses Wissen selber aneignen, also wie ein Kummer schon vorher gesagt hat. Und das ist auch Wissen, das anerkannt werden muss. Also das ist ein anderer Zugang. Wir brauchen andere Zugänge zu schwarze Wissensarchive und die müssen Teil des Curriculum werden, des Literaturkanons, weil das ist auch klassisches Wissen. Ich wünsche mir zum Beispiel, ich habe früher in der Oberstufe sehr gerne Gedichte gelesen und ich denke da an Heinrich Heine, denke ich an Deutschland in der Nacht, da bin ich um den Schlaf gebracht. Also genauso wie ich mich für deutsche klassische Literatur interessiere, gibt es auch Literaturen, die ein großer Beitrag sind. Ich denke da zum Beispiel an Toni Morrison, Literatur-Nobelpreisträgerin, Afroamerikanerin. Ich denke an Wole Soyinka, nigerianischer Literatur-Nobelpreisträger. Das zieht sich natürlich auf alle Ebenen von Kultur. Ich rede jetzt nur über den literarischen Bereich. Und da möchte ich abschließen mit einem Zitat von Toni Morrison, was ganz gut zu kultureller Bildung passt. Sie hat mal gesagt: If there is a book that you want to read, but it hasn't been written yet, then you must write it. Also wenn es das Buch, das du gerne lesen möchtest, noch nicht gibt, dann schreib es selbst. Ja, das ist so mein Abschlusswort.
Das wäre jetzt eigentlich das perfekte Abschlusswort, aber nein, wir müssen. Wer möchte denn? Schaltet euch euer Mikro einfach frei. Okay, dann mache ich weiter. Genau, also zum Schluss ist nur ein paar Wünsche. Ich wünsche mir, dass wir kollektiv hinkriegen, die Idee und die Träume der Panafrikanismus eines Tages zu verwirklichen. Und die Situation in unseren Ländern, im Kontinent Afrika verändern zu können. Ich wünsche mir hier in Deutschland, dass wir hinkriegen, dass unsere Perspektiven wahrgenommen werden, dass WissenschaftlerInnen aus der schwarzen Community wahrgenommen werden. Und wenn ich WissenschaftlerInnen sage, will ich nicht sozusagen den eurozentristischen Intellektkonzept sagen. Also ich meine nicht den eurozentristischen Intellektkonzept. Ich bin persönlich selber keine Wissenschaftler. Ich stelle aber wissenschaftlichen auf eurozentristischen Intellektkonzept in Frage, weil für mich es kein fertiges Wissen gibt. Und für mich sind sogar unsere Vorfahren, Großeltern und Eltern, die nicht mal zur Schule gegangen sind, die in den kleinen Städten, in den Ländern in Afrika so viele Sachen erreichen, die sind für mich auch Intellektuellen. Zum Schluss, ich habe einfach eine meine Lieblingsdefinition von Intellekt sein, beziehungsweise das eurozentristische Intellekt sein, ist in der Lage zu sein, zu wiederholen, was anderen vorher gesagt haben. Und das wollen wir nicht. Wir wollen eine Perspektive. Und das werden wir auch schaffen. Dann mache ich mal weiter. Also ich habe auch einen Wunsch eigentlich, dass es mit der Zeit auch für Generationen besser wird und dass für mich, also dass ich auch was Nachhaltiges bewirken kann. Natürlich kann man diese ganze Ungleichheit nicht gleich verändern, das ist ja über die ganzen Jahre, aber dass ich nach Jahren beruhigt sagen kann, ich habe dafür was getan. Also darum geht es mir. Danke. Da mache ich mal weiter. Mein Gedanke ist ein bisschen, dass wenn ich Kinder haben sollte oder Enkelkinder haben sollte, dass sie in einer besseren Welt leben, in einer Welt, in der, wie ich davor schon gesagt habe, in der sie sich in den Spiegel schauen können und stolz darauf sein können, Afrikaner zu sein. Ich trage einen afrikanischen Namen, auch wenn viele hier den nicht so gut aussprechen können. Ich bin stolz auf diesen afrikanischen Namen und ich möchte ihn würdigen, weil Kwame Nkrumah war der erste Präsident von Ghana, der für die Unabhängigkeit gekämpft hat. Und seitdem ich diese Bedeutung von diesem Namen kenne, ist es für mich ein Stolz und auch irgendwo eine Aufgabe, diesem Namen gerecht zu werden. Ich möchte meinen Kindern natürlich auch afrikanische Namen geben, damit sie sie würdigen, damit sie sich zu dieser Identität verbunden fühlen. Und ich glaube, dass es eine Veränderung geben muss. Und ich glaube, Revolution ist Veränderung. Und ich glaube, dass die erste Veränderung bei einem selbst anfängt. Und wenn wir Afrikaner das verstehen und wirklich für uns und von uns selbst denken und anfangen, unsere Interessen zu verteidigen, dann denke ich, wird die afrikanische Gemeinschaft wieder zu der Stärke zurückfinden, wie es damals war. Okay, dann habe ich wohl das Schlusswort. Also ich wollte nur sagen, ich bin dankbar für die ganzen Perspektiven, die ich heute mitnehmen darf und die ich auch erlernt habe. Und ich bin einfach dankbar, dass ihr das alles mit mir geteilt habt, weil ich auch durch euch mehr lernen konnte und meine eigene Perspektive erweitern konnte. Und ich sehe gerade einfach nur vor allem, wir leben in einer Zeit, in der, wie bereits gesagt wurde, Wissen so einfach zugänglich ist und wie Modupa auch schon gesagt hat, Wissen ist Macht. Und ich freue mich einfach drüber, dass dadurch, dass
durch die Digitalisierung, in der einige Kinder zwar benachteiligt werden, haben dadurch umso mehr Kinder die Chance, selber Wissen zu erlernen und selber Wissen zu ergreifen und selber Maßnahmen zu ergreifen, Sachen zu machen, die man vor 50 Jahren nicht hätte machen können. Und wir können diese Veränderung schaffen, die wirklich nötig ist, die wahrhaftig nötig ist und vor allem aus der Geschichte lernen und die Fehler sehen und aus diesen Fehlern lernen, um sie eben nicht wieder zu begehen, wie man gerne im Geschichtsunterricht sagt, aber trotzdem wird es immer wieder gemacht. Und ich denke mir einfach so, rien à perdre, tout est gagné, also wir haben nichts mehr zu verlieren, wir können nur noch gewinnen. Denn wenn wir darüber nachdenken, was Afrikaner alle schon durchgemacht haben, und trotzdem stehen wir hier und so in einer Maya Angelou-esque way and still we rise. Und deswegen freue ich mich einfach auf die Zukunft. Danke euch. Danke auch an das Team, das jetzt nicht sichtbar war. Ilja vom Kulturzentrum Gorod, Paul César für die Organisation Konzeption bei Morgen e.V., Samufa-Projekt. Danke euch für alles, was ihr geteilt habt. Beim nächsten Mal hoffentlich wieder in the same space und habt noch einen schönen Abend. Ciao, ciao. Danke, danke Sandrine, für deine Moderation. Ciao. Ciao. Danke, Sandrine. Danke für alles.